willkommen zur nächsten Folge von Kleiner Kochenfest. Wir können jetzt gerade nichts Großartiges mehr machen, deswegen beende ich mal die Runde. Sind die anderen dran? Okay. Hat sich schon erledigt, bei der KI geht das immer schnell. Machen wir mal hier lang. Also der Geist, der sammelt jetzt automatisch hier diese Kisten ein. Wenn ich jetzt die Runde beende, dann läuft er jetzt einfach hin und der findet die einfach perfekt, weil das halt die KI ist. Wir haben jetzt plus 3 Energie, ein Arbeiter könnte ich nicht machen. Dunkler Vorbote. Dunkle Vorboten verbreiten die unheilige Pestilenz über das Land und gründen neue Siedlungen. Sie sind im Kampf schwach und verwundbar. Also, das ist sozusagen ein Siedler. Man geht mit denen irgendwo hin und dann drückt man hier unten auf dieses. Diese Einheit kann keine neuen Städte gründen, auf dieses Symbol. Und dann ist er einfach wie hier direkt so eine Stadt. Mit einer Milizeinheit drin. Ach ja, die Milizeinheit. Das sind bei den Unheiligen diese Ghule. Die kommen halt je nachdem. Also mit der Bevölkerung, hier steht ja 6100 haben wir jetzt. Bis maximal 25.000 Bevölkerung. Plus 100 kriegen wir jede Runde dazu. Hier dieser verschandelte Manalith. Bleibt man selbst in Energy of Dark Powers corrupting the land surrounding the city. Surrounding weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich nehme an, der macht um die Stadt herum verdirbt er halt noch mehr Felder. Na, wir können gerade nicht weiterlaufen, okay. Ja, dann werden wir mal bitte noch alles gebaut und erforscht. 7 Gold gefunden. Bei den Unheiligen gibt es auch nur bestimmte Einheiten, die das Land weiter verderben können. Also hier ist es zum Beispiel der Ukurus. Hier hat man ja diese Übersicht von seinen Einheiten. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Maus sehen kann, aber unten rechts dieser ganz rote, also rot-weiß Typ, dann muss man einmal auswählen und dann hier links auf dem Feld verderben, Einheiten mit der Fähigkeit zu verderben, es können dunkle Magie nutzen, um ein Feld zu verderben. Dann schnappt er sich den dunklen Anzug und eine Sense und das dauert dann 2 Runden. Kann man den halt erstmal nicht mehr wegbewegen, also kann schon, falls jetzt ein Notfall ist oder so, aber dann bricht er das halt ab. Hier wird noch alles erforscht. 15 Runden. Hier unten sieht man das jetzt. Jetzt hat er dieses Feld hier verdorben. Auf diesen können wir uns halt regenerieren und so. Was ist das hier? Sumpf. 2 Movement, 3 Kräuter. 2 Movement Points. Kann ich noch nichts machen, habe keine Bewegungspunkte mehr. Hier wird. Skelettbogenschütze. Könnte ich eigentlich. Wollen ihn lassen wir mal. Wir haben ja ein Skelettbogenschützen, ein Ghoul, ein Sensenmann und Kubus. Das hier ist nur so eine neutrale Stadt. Die können aber auch ab und zu vorbeikommen und einen nerven. Ich
ich verderbe jetzt mal hier diese Kräuter. Ich versuche das mal, ob das geht. Und dann eine Veränderung sieht. Er kann ja weiterhin da Schätze suchen. Infiziert, sieht man da jetzt irgendwas? Das ist jetzt kein großer Unterschied. Auf der Karte sind nicht so viele Bäume, da hinten sind ein paar Bäume. Da sieht man das immer ganz deutlich. Oder so Steine. Hier kann man sich dann später noch einen Helden, wenn man einen hat, den kann man noch ausrüsten. Man kann sich ja einhändige verschiedene Waffen, Fernkampfrüstung, Schild, Helm, Omang-Ring und alles. Man kann den richtig, so ein bisschen wie bei Diablo, ausrüsten damit. Und Vermana halt so die Ausrüstung für den herrschte. Aber wir haben jetzt noch keinen. Auch so Monster oder hier wie dieser Teleportationsstein. Ich guck mal, ob ich das hier einnehmen kann, die Stadt. Manchmal sind da nicht, ist da nicht so eine starke Verteidigung. Ansonsten haben wir hier irgendeinen Zauberspruch, der helfen könnte. Skeletische Mumien. Zwei Mana pro Runde. Könnte ich jetzt sofort, oder in fünf Runden hier in einer Runde nur so eine Mumie dann einfach erscheinen lassen, die uns hilft. Kann man dann auch in der Armee mit aufnehmen. Da steht jetzt noch nicht, welche Bedrohung das ist. Laut der Flagge sind das Menschen da drin. Mal gucken. Bedrohung gering, okay. Dann kann ich jetzt mal das Kampfsystem ein bisschen zeigen. Ach, das sind Orks. Okay. Dann ist das einfach mit den Schwertern so eine allgemein neutrale Flagge. Hier kann man die dann setzen, einfach hier anklicken und dann so rüberziehen. Den Bogenschütze können wir mal hier hinten rein tun. Hier dahinter. Setzt ein Typ da hin. Cool, davor. Aber die können aber weit laufen. Und schon sitzt er bei uns, der ist jetzt nicht so gut. Hier kann man Zauber dann noch während des Kampfes auswählen. Dann sind zum Glück auch nur neutrale Gegner und nicht irgendein Magier, sonst könnte der das auch machen. Jetzt Zombies erwecken oder Zombies erwecken. Adalas, nee. Ich mach mal lieber. Weil die kosten mir, wenn ich die im Kampf mache, überhaupt keine Unterhaltskosten und so. Da opfer ich lieber ein paar Zombies. So als Kanonenfutter für die. Doch etwas stärker. Ein Zauberbogen, Dunkelheit, Treffer und Tod plus 2 Rüstungsklasse. Lebendig kriegt ganz viele Minus von hier und die Untoten als 4 plus. Machen wir mal.
Skelett ziehen wir uns etwas zurück mit dem Bogenschützen. So, ein bisschen blöd mit der Kamera hier, dass man da in dieser Ecke ist. Chance 90% und Fehlschlag. Achso, ja, das ist Fehlschlag, ich dachte schon. Na, ah, gut, daneben. Ah, so kann man ranzoomen. Aber so linke Taste. Gut. Jetzt habe ich verpasst. Jetzt war ich so fasziniert von der Kameradrehung, ich hab verpasst, was da. Ja, okay, wir haben gewonnen, auf jeden Fall. Du hast die Siedlung von Turangala erobert. Möchtest du sie einnehmen und deinen Bereich einverleiben oder abbrennen? Einnehmen, abbrennen. Einnehmen? Ah! Deine Truppe haben 20 Gold geplündert. 1000 Bevölkerung haben als Ergebnis ihr Leben verloren. 20. Aha. Okay, bei den Untoten ist das tatsächlich so, wenn die was einnehmen, dann ist das auch wirklich ihre Stadt. Also ist dann wirklich die Untotenflagge drüber, wenn man das mit einem der lebenden Völker macht. Dann bleibt eigentlich die Neutrale da drin, aber man hat halt die Kontrolle über die, über dieses Volk, was da drin war. Die erstmal heilen. Über ein paar Runden heilen die dann. Ich will die Stadt anklicken. Ah ja, hier oben. Man kann die auch auf dem. Kann die auch so anklicken, so Doppelklick. Einfach drauf. Zumindest bei den Nebenstädten, bei der normalen Stadt einfach ein normaler Klick reicht. Jetzt haben wir 7 negative Energie. Können wir erstmal noch keine Einheiten machen, weil wir erstmal das Mausoleum bauen müssen. Und hier steht dann auch immer erlaubt es zu erschaffen, Ghule und dunkle Vorboten. Ich nehme aber mal den Stall, damit wir eine höhere Produktion haben. Und erstmal das Mausoleum, damit wir hier Skelettbogenschützen und so machen können. Stärkere Armee zu bringen. Wo ist der Geist eigentlich? Ach doch. Direkt vor der nächsten Wissensversteck. Vor der nächsten Schatztruhe. Das ist auch ganz nett, wie die hier so vor sich hinschwimmen, die Schatztruhe. Die Grafik erinnert mich auch an so Xbox Live Arcade Spiele irgendwie. So Comic-Look-Style, so leichte Grafik, nicht übertrieben oder so. Aber das soll ja auch für Mobiles und so funktionieren. Kann man ja keine Mega-Effekte machen, aber... Ach ja, beim Spiegel sehen wir unseren Ruhm. Nehmen wir jetzt ein. Ruhm ist ein Maß für große Taten und stellt das Ansehen deines Hexenmeisters dar. Helden werden sicher eher dem Banner eines berühmten Meisters an. Werden sich eher dem Banner eines berühmten Meisters anschließen. Zusätzlich erhöht Ruhm deinen finalen Highscore. Ach ja, es gibt zwei Arten zu gewinnen. Entweder man... Oder drei sogar, wenn das hier mit den Highscore... Ich kannte bisher nur die zwei, aber wenn man mit dem Highscore auch gewinnen kann. Auf jeden Fall, entweder du besiegst einfach alle anderen Hexenmeister. Oder du machst diesen Spell of Domination, heißt er in Englisch. Dann sind aber alle Hexenmeister gegen dich verfeindet und du musst halt so lange aushalten, bis der ausgesprochen ist, dieser
Zauber. Ich habe den selber noch nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass der so ähnlich ist wie ein Weltwunder bei Age of Empires. Kam mir jedenfalls von der Beschreibung sehr ähnlich vor. Ja, die halten sich ja. Hier wird erforscht weiterhin. Ich mache hier mal lieber einen Skelettbogenschützen, wenn der Stall gleich fertig ist. Oder zwei sogar. Damit das hier ein bisschen besser geschützt ist. Nicht, dass hier irgendwelche neutralen Einheiten oder Hexenmeister um die Ecke kommen und die Stadt plündern. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Das ist echt eine blöde Stelle, wo man starten könnte. Warum wachsen denn hier auch so Blumen oder so? Sollen das so verseuchte Blumen sein? Das sieht irgendwie nicht so aus. Nachtschatten. Das ist eine ganz normale. Die Tiere laufen ja auch frei umher. Da sieht man mal die Untoten. Totale Tierfreunde hier. Wenn jetzt hier ein paar Menschen, dann wären ja nur noch Leichen und ein Festmahl. Dann würden die an so einen Spieß gegrillt werden, einfach so. Naja. Okay. Die haben wir ja volles Leben, dann können wir mal weiter. Was habe ich denn da jetzt? Okay, das wird erforscht. Man kann sich das auch mit Bevölkerung kaufen bei ihnen. Eigentlich geht das mit Gold, aber bei den Untoten irgendwie mit Bevölkerung, die verkaufen irgendwie ihre. Ja, ihr Volk für. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber. Dann gehen die Gebäude halt schneller fertig. Eventuell lassen. Arbeiten die sich irgendwie. Ja, zu Tode arbeiten geht ja nicht, ich habe keine Ahnung. Hier kann man jetzt. Okay, der Stall ist gleich fertig. Dann kommen die zwei Skelettbogenschützen. 7. Dann könnte ich eigentlich einen Bauarbeiter mehr machen. Dann geht das mit der. Man sieht das hier auch jetzt unten. Wenn ihr genau guckt, da rechts dieser Tempel. Wenn ich jetzt einen nach rechts gehe mit den Arbeiter einen dazu tue. Von 31 ging das jetzt auf 25 runter. Das geht schon deutlich schneller dann voran. Hier drücke ich lieber nicht, dann ist wieder minus 1, oder? Ja. Ach, hier ist das. Ja, ist aber auch minus 1. Man kann die Städte auch übrigens umbenennen hier oben. Aber sind alle okay gerade? So, okay, nächste Runde. Wir sind jetzt 13 FP. Diese verzierte Trolle enthält einige Schriftstücke von der Kanon-Überlieferung. Diese Pergamente enthalten Wissen, dass deine Zauberforschung ist. Okay. Das weiß ich auch noch nicht genau, was das ist mit Zauberforschung. Vielleicht ist das wegen Waffen herbeizaubern oder so. Hier kann ich auch mal zeigen, die Magietafel. Hier kannst du dein Mana und Forschungsein bekommen. Anpassen, Gold in Mana oder Mana in Gold umwandeln. Ganz praktisch. Dann hier den Zauberkreis auswählen. Wo bestimmte Kreaturen hinbeschworen werden, sollen die halt als Ziel einen Zauberkreis haben. Hier kann man das dann so rumändern. Halt jetzt, ich will hier nur 23 Mana haben. Sieht man auch oben, wie sich das dann verändert. Ich lasse das mal so, macht 23 haben wir. Forschung ist halt, ja, erklärt man. Sicherheitlich von selber. Zauberkunst weiß ich nicht, was das genau ist. Vielleicht steht hier auch irgendwie Hilfe. Ah, Zauberkunst. Zauberkunst stellt die Fähigkeit des Hexenmeisters als Zauberer dar. Zauberkunststufen begrenzen die Menge an Mana, die er in einer Runde
zum Wirken von strategischen Zaubern, Nutzung von Kampfzaubern und Herstellung von Gegenständen nutzen kann. Zum Beispiel kann ein Meister mit Zaubern Kunststufe 30, sofern er, was ist das? Sofern er natürlich das benötigte Mana besitzt, 30 Mana für Zauber wirken, 30 Mana fürs Herstellen und 30 zusätzliches Mana. Ich kann das hier nicht wissen. Auf jeden Fall ist das Maximum fürs Kämpfen und für Herstellung. Ah, da ist so ein Baum, da kann ich das mal zeigen. Na, okay, keine Bewegungspunkte, da warten wir noch mal eine Runde. Wir haben ja noch keinen gegnerischen Hexenmeister getroffen. Na, es läuft. Ja, okay, die Wälder brauchen halt zwei Movement Points. Auch wieder so ein Vorteil der Draconier. Die können nicht nur fliegen, die können auch noch weit fliegen. Über so 3-4 Felder können die. Ja, denn das Skelett verschanzen wir hier mal. Oh. Warte mal, das Skelett. Abbrechen. Erst der Tempel, weil wir wären sonst ganz schön ins Minus gegangen. Plus 0 kriegen wir gerade Energie. Muss ich eine Stufe zurück. Nehmen wir wieder plus 4. Okay. Der verschanzt sich, der verteidigt das zusammen mit den Milizen dann vor irgendwelchen Eindringlingen. So, jetzt Gold gefunden. Man kann auch mehrere von diesen Geistern lossenden. Die kosten eh nur minus 1 Mana, hat man dann nur. Solange er halt existiert. Hier wieder auf den rot-weißen Typen hier, den Urkurus und Feldverderben. Hier wird der Tempel gemacht, Gebäude bauen, Palisaden sind auch wichtig, dann können Gegner nicht einfach in die Stadt sofort reinrennen, sondern der Wall, der hält hier erstmal eine Weile auf, da hat man Zeit nachzukommen und halt auf Verstärkung zu hoffen. Seherzunft, dann geht das. Produziert 3 Resar Points per Turn, also Forschungspunkte heißt das, glaube ich. Dieser Hokopus. Die Ghule, was brauchen denn die Ghule? Die brauchen einen Friedhof. Weil die sind jetzt auch nicht so stark. Hier sieht man nochmal die Fähigkeiten: Immunität gegen Illusion. Die Einheit ist immun gegen Illusionen. Sie kann unsichtbare Einheiten sehen und illusionäre Angriffe ignorieren. Nicht ihre Rüstung. Fähigkeit: Die Einheit besitzt 3 zusätzliche Trefferpunkte und Tod hat nur schon. Hier die Einheiten, die man hier mitmachen kann. Also die Fraktionseinheiten. Es gibt noch so ein Skelettdrachen. Kann auch noch mal so Zombies rufen und so Todesmagie nutzen. Aber den kriegt man nur, wenn man sehr viel geforscht hat in der Nekromantie. Den kann man nur als Beschwörung nicht nutzen. Aber eigentlich, die Beschwörungen kann man ja auch eben als Einheiten nutzen. Also ist kaum Unterschied. Skelettbogen, dunkle Vorboten. Rüstkammer, das ist ja. Können wir eigentlich Friedhof? Schandeltermanalit. Direkt danach. Man kann hier immer so bis zu 4 Sachen. Oder kann die auch hier rüberziehen. Aber als nächstes eine Seherzunft. Muss man immer auf diesen Urteilskosten hier achten, dass man da nicht ins Minus kommt. Eine Runde noch. Ah, da sieht man das jetzt. Und schon sind da, haben sich die grünen Bäume verwandelt in diese
in diese Spukwaldbäume. Ein Schiff benutze diese Fähigkeit auf ein Küstenfeld, um ein Schiff zu betreten. Hier ist kein Schiff. Wohin können sie? Okay, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, das wäre es dann erstmal für diese Folge gewesen. Also bis zum nächsten Mal dann.